Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Ich darf als Weltenwandlerin zwischen dem Diesseits und dem Jenseits Botschaften übermitteln. Und natürlich bekomme ich dadurch auch ganz viel Wissen aus der geistigen Welt. Und das ist sehr hilfreich bei vielen Fragen, die Menschen an mich haben. Auf meine Videos gibt es immer wieder Kommentare und auch Reaktionen. Und so habe ich jetzt vor kurzem auf ein Video, was ich bei Facebook veröffentlicht habe, eine ganz tolle Frage bekommen. Und zwar von einer Dame, die dann geschrieben hat: Hallo, liebe Syndia, vielen Dank für dein interessantes Video. Ich habe mal eine Frage, über die ich in letzter Zeit öfters nachdenke. Da das Jenseits ja weder oben noch unten ist, sondern direkt hier bei uns und um uns herum, so ist es doch eigentlich gar kein anderer Ort, sondern unsere Lieben oder Liebsten befinden sich zwar auf einer höheren Schwingungsebene, aber müssten sozusagen immer noch in ihrer gewohnten Umgebung bei ihren Liebsten verbleiben und natürlich sind sie frei, an jedem gewünschten Ort in Sekundenschnelle zu sein. Warum aber zeigen sich unsere Liebsten vorausgegangen in Jenseitskontakten, in luziden Träumen und Nahtoderfahrungen fast immer auf einer wunderschönen Blumenwiese oder blühenden atemberaubenden Park oder im blühenden atemberaubenden Park? Und dies betrifft ja Erfahrungen und Studien aus der ganzen Welt. Auch ich selbst treffe in luziden Träumen meinen über alles geliebten Mann oft auf einer wunderschönen Wiese. Die Blumen haben ein Leuchten und eine Brillanz, wie man sie auf Erden nicht kennt. In der gleichen Umgebung traf ich auch in einem Realtraum meinen vorausgegangenen Schwiegervater und meinen vorausgegangenen Mann hatte schon Wochen vor seinem irdischen Fortgang auch solche Träume, die ihn sehr berührten. Ist diese höhere Frequenzschwingungsebene also doch ein anderer Ort? Ich grübel darüber viel. Liebe Grüße und bleibe, wie du bist. Das haben sehr viele kommentiert und haben gesagt, Mensch, das interessiert mich auch, so dass ich dachte, okay, darüber mache ich ein Video. Ich möchte das jetzt mal ganz insgesamt ein bisschen durchgehen. Sie sind auf einer höheren Schwingungsebene und sie sind mit uns, bei uns und um uns. Aber dafür kommen sie auch zu uns ein Stück weit. Ich sage immer, sie sind nicht hier oben, sie sind nicht da unten, sondern sie sind um uns herum. Und so ist es auch. Aber sie können zwischen den Schwingungsfrequenzen wechseln. Wir können aber nicht in diese Schwingungsfrequenz hineingehen, in der sie sind. Sie sind auf einer anderen Schwingungsfrequenz, als wir es sind. Ja, aber dennoch sind sie mit uns und um uns herum, weil sie können in unser Schwingungsfeld hineinkommen. Sie können unser Schwingungsfeld besuchen. Sie können unsere Frequenz besuchen, weil sie die Möglichkeit haben, sich herabzulassen. Das ist jetzt nicht irgendwie arrogant gemeint, dass unsere Liebsten jetzt arrogant sind und lassen sich herab. Sie müssen wirklich die Energie absenken, um zu uns zu kommen. Und das ist in meinen Kontakten auch so. Ich erhebe meine Energie und sie senken ihre Energie, sodass wir uns treffen können, damit ich diese Kontakte machen kann. Denn auf Dauer würde ich diesen hohen Schwingungsbereich, in dem die Vorausgegangenen nun sind, in diesem hohen Frequenzbereich, den könnte ich gar nicht aushalten. Das würde mit meiner Physis gar nicht gehen, weil mein Körper auf die Frequenzen, mein physischer Körper auf die Frequenzen, die hier auf Erden sind, ausgerichtet sind. Wenn wir aber zurückgehen in die Feinstofflichkeit, schwingen wir viel höher und wir können dann aber, weil wir so feinstofflich sind, unsere Schwingung auch so anpassen, dass sie wieder etwas niederschwingender sind und so können sie zu uns kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Frequenz der geistigen Welt ist eine höhere. Sie haben ihre eigene Schwingungsebene, aber dennoch können sie zu uns kommen. Und deswegen sind sie mit uns und um uns herum, weil sie sich dieser Frequenz anpassen können. Bei uns ist es halt schwierig. Wir können auf Dauer dadurch, dass wir noch einen physischen Körper haben, diese Schwingungen nicht mitmachen. Das macht unsere Physis nicht mit. Unser ganzes System würde da komplett verrückt spielen. Also ja,
Sie sind um uns herum in unserem Schwingungsfeld, aber sie gehen immer wieder zurück in ihre Schwingungsfrequenz, wenn sie gesehen haben, hier ist alles in Ordnung, alles ist soweit gut, und dann gehen sie wieder zurück. Und wenn sie merken, hey, wir brauchen sie, dann reicht ein Gedankenfunke und dann sind sie bei uns und mit uns. Und sie schauen auch immer wieder regelmäßig nach uns. Und ja, sie können in Sekundenschnelle, das ist, weil wir multidimensionale Wesen sind, eine Reise zum Saturn machen oder in andere Paralleluniversen oder sie können zu uns kommen. Also der Seele, dieser Energie, dieser Seelenenergie ist keine Grenze gesetzt. Es gibt keine Grenze für diese Energie oder für unsere Energie, wenn wir zurückkehren. Weder räumlich noch zeitlich. Wir können dorthin reisen, wo wir es wollen. Also auch zu unseren Liebsten. Und ja, sie sind mit uns und um uns herum, weil sie es können, weil sie zu uns kommen möchten und weil sie es können. Ja, also ich hoffe, dass ich den Teil dann schon mal beantwortet habe. Komme ich dann zum zweiten. Und zwar schreibt dann noch die Dame ja, warum zeigen sich in luziden Träumen und Nahtoderfahrungen fast immer schöne Blumenwiesen, atemberaubende Parks? Warum ist das auf der ganzen Welt so? Also, als erstes einmal hat das auch viel mit uns selbst zu tun. Vielleicht schockiert das jetzt den einen oder den anderen oder die andere. In der geistigen Welt existiert nicht mehr diese Festigkeit von Strukturen, wie wir es haben, dass es Gebäude gibt, Bäume gibt, Wiesen gibt. Das ist alles reine Energie. Naja, aber wie kann es denn jetzt sein, dass man da Blumenwiesen hat? Und Parks. Und das erklärt sich ja eigentlich schon von selbst. Jeder hat eine andere Vorstellung. Jeder hat eine andere Vorstellung. Der eine sieht eine goldene Stadt, der andere sieht einen großen Baum, wo alle Vorausgegangenen darunter stehen, der andere hat eine große Blumenwiese, der nächste sieht alle im Licht stehen. Da unterscheiden sich ja dann schon doch diese, ja, Nahtoderfahrungen, weil jeder von uns ein anderes Wissen in sich trägt, einen anderen Glaubensansatz, eine andere Überzeugung. Und die geistige Welt macht uns das als Geschenk, dass wir dorthin gehen, so wie wir es uns vorstellen. Dort gehen wir hin. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst auf eine wunderschöne Blumenwiese, wenn du verstirbst, dann wird das auch so sein, weil das ein Geschenk der geistigen Welt ist und natürlich auch mit uns zu tun hat. Das ist unsere Vorstellung, unser Geist. Unser Geist ist stark. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Wir vergessen eigentlich, wie stark unser Geist ist. Wir erschaffen unsere Realität. Im Positiven wie im Negativen. Und wenn wir daran denken, wenn wir eines Tages zurückkehren, das sind lauter Engel, die sind sowieso da, auch unsere Geistwesen kommen, unsere Geistführer, unsere Engel. Aber wenn wir glauben, dass da wunderschöne Engel stehen mit wallenden Gewändern und goldenem Haar, dann wird das auch so sein, weil das ein Stück weit uns den Übergang erleichtern soll. Es soll es uns einfacher machen, aus dieser 3D-Welt zurückzukehren. Weil die geistige Welt ist ein Ort der Energie. Dort gibt es keine festen Strukturen mehr. Ich vergleiche es immer gerne so ein bisschen mit dem Film Matrix. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere diesen Film kennt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die geistige Welt eine Illusion ist in dem Sinn, weil in der Matrix geht es ja eigentlich darum, in dem Film, dass wir hier in einer Illusion leben, dass wir das nur vorgegaukelt bekommen und eigentlich menschliche Batterien für Aliens sind. Darum geht es eigentlich in diesem Film. Aber es erklärt gut ein Stück weit, wie die geistige Welt ist, weil wir sehen von außen, wenn wir die Matrix betrachten jetzt, also das ist also wirklich nur, um euch das ein bisschen zu versinnbildlichen, sehen wir ja nur so Zahlencodes laufen. Ja, wenn die Matrix von außen gezeigt wird, sehen wir nur so Zahlencodes laufen. Ja. Nullen und Einsen, weil es ein Computerprogramm ist. Immer Zahlencodes, ja, Reihen. Aber in der Matrix, dort können wir alles erschaffen oder ist alles erschaffen worden, was wir wollen. Dort können wir alles erschaffen, sei es eine Blumenwiese, sei es, dass wir mitten in New York auf dem Boulevard sind, sei es, dass wir am Meer sind. Wir können alles in dieser Matrix kreieren, was wir möchten.
Und so ist mit der geistigen Welt auch. Nochmal, es ist nur eine Parabel. Es ist nur, um das so ein bisschen zu versinnbildlichen. Vielleicht guckt ihr euch den Film mal an. Er ist hochinteressant. Es ist Science Fiction, muss man mögen. Ja, ich mag ihn sehr. Ich war total geflasht von von diesem Film. Weil, ja, einfach das eine total wahnsinnige Vorstellung war. Ja, und ich philosophiere gern. Und wie könnte es denn wirklich sein? Ist es vielleicht so? Leben wir wirklich nur in einer Art Matrix? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir Batterien von Aliens sind. Also daran glaube ich nicht. Aber leben wir vielleicht in einer selbst erschaffenen Welt? Und das ist ja auch so. Wir erschaffen und kreieren ja unsere Welt selbst. Ihr seht dieses Rosa ganz anders, als ich es sehe. Jeder hat seine eigene Realität. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Ja? Und so ist es auch, dass diese Wahrnehmung, wenn wir versterben, eigen ist, individuell ist. Ja? Also ich hoffe, dass ich das damit auch erklären konnte. Schaut euch mal vielleicht diesen Film an, dann versteht ihr eher, was ich meine. Man kann dort alles erschaffen und so könnt ihr in der geistigen Welt alles erschaffen. Da ist alles und nichts. Da ist oben wie unten, da ist links wie rechts, kein Raum, keine Zeit. Ihr könnt alles kreieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den schönsten Ort in der geistigen Welt kreieren. Und im nächsten Moment sagt ihr, ach nö, ich möchte es dann doch wieder ein bisschen anders haben. Wir sind reine Energie dort und wir können alles erschaffen, was wir möchten. Wir können uns alle Situationen erschaffen, die wir möchten. Ja, also ich hoffe, ich konnte es da so ein bisschen erklären. Sonst wird es einfach, sprengt es den Rahmen, wenn ich da genauer reingehe. Dann ist es ja auch so, dass sie schreibt, in einem Traum ist es so, der Mann hat, bevor er nach Hause gegangen ist, also in die geistige Welt gegangen ist, das dann auch gesehen von dieser wunderbaren Blumenwiese, von diesen wunderbaren Farben. Ja klar, auch das ist natürlich wieder individuell. Er hat sich das so kreiert. Und natürlich zeigt ihm die geistige Welt das so. Sie wollen uns den Übergang erleichtern. Wisst ihr, wenn wir ein gutes Leben hatten und sind 70, 80 Jahre geworden, was wirklich schon enorm alt ist, ja, da dürfen wir dankbar sein, wenn wir ein solches Alter erreichen. Früher sind die Leute mal gerade 40 geworden, ja, also ich wäre schon 10 Jahre tot, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte. Also unsere Lebenserwartung wird ja immer höher, also kann man sich ja freuen, sag ich mal, wenn man 70, 80 oder manche werden sogar älter wird und das erreicht, ja. Und ich bin jetzt 70, 80 Jahre hier, dann würde es mir schwerfallen, wenn ich zurückgehen würde und würde sehen, hey, da ist ja nur reine Energie. Boah, das wäre ein schwieriger Übergang. Sie machen es uns leichter, indem sie sich so zeigen, wie wir sie gekannt haben. Indem sie uns sich so präsentieren, wie wir sie gekannt haben. Indem sie uns diese Vorstellung geben, in der wir gerne gehen möchten. Also stellt euch das geistige Reich schön vor. Etabliert diesen Gedanken, diese Vision vom geistigen Reich. Weil das wird euch helfen, wenn es eines Tages soweit sein wird, den Übergang besser zu schaffen, erleichterter zu sein. Ja? Also ihr kreiert das praktisch selbst. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen rüberbringen, damit ihr es besser versteht. Mir ist es wichtig, dass ihr wisst, es ist ein Ort der Unglaublichkeit, der Schönheit, des Fließens, des Lichtes. Ich durfte ja mal in einem Channeling bzw. in einer Verbindung ganz kurz ins geistige Reich hineinschauen. Darüber habe ich auch hier ein Video auf YouTube gemacht. Das ist schon 2 oder 3 Jahre sogar alt oder sogar schon älter. Da habe ich die geistige Welt wahrgenommen als ein Ort des Lichtes, des Fließens, der Energie, eines goldenen Fließens, ein Miteinander, eine Wärme, ein in sich getragen sein, ein geborgen sein, in Watte, wie in Watte gepackt, nur nicht so dumpf, wie wenn man in Watte gepackt ist. Alles ganz klar strukturiert, weich, fließend, aber dennoch, ja, gut erkennbar. Alles war reine Energie. Und in diesem Energiefluss, in dieser Energiequelle waren wir alle im All-Eins-Sein, in diesem geborgenen Licht, in dieser Wärme, in dieser Güte, in dieser Vergebung, in dieser Geborgenheit. Ein Ort, der so von einer liebevollen Schwingungsfrequenz getragen ist, dass man da nicht mehr weg will. Man möchte da einfach nicht mehr weg, weil man durchdringt es von dem. Man ist dort nicht nur die bedingungslose Liebe, man ist durchdrungen von dieser bedingungslosen Liebe, von dieser Helligkeit, von diesem Glanz, von, das ist so unglaublich schön, wie 1000 Sonnen, aber sie blenden einen nicht. Das ist ein Licht, das kann man mit nichts hier auf der Erde vergleichen. Eine Liebe, die das millionenfach zigmal übertrifft, was vielleicht eine Mama für ihr Kind empfindet. Also das ist unglaublich. Ein Ort der Unglaublichkeit.
Und genau wie es dort sein wird, werden wir erst erfahren, wenn wir wirklich dort sind. Erst dann wird uns wieder bewusst, welch unglaublicher Ort, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen wie ein Papagei, diese geistige Welt ist. Ihr seht hier hinter mir ein Bild von meiner Seele. Ja, das ist ein Seelenporträt von mir, von meiner Seele. Das hat eine spirituelle Künstlerin mir angefertigt. Seht ihr dieses helle weiße Licht da? Seht ihr das? Dieses helle Licht und diese wunderschönen Farben, die da sind. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was eure Seele für eine Farbe hat. Was ihr ja eigentlich hier auf Erden mit euren Anlagen, mit euren Gaben macht, wie sehr ihr euer Seelenlicht erstrahlen lasst, wie sehr ihr zurückgeht in das, was ihr wirklich seid, in euren Ursprung. Und der ist voller Farben. Die Seele ist eine farbenfrohe, ja, ein farbenfrohes Wesen. Ein multidimensionelles, farbenfrohes Wesen. Und das drückt sich aus. Und jeder von uns hat hier seinen Plan in der Tasche. Jeder hat seine Aufgaben. Manche sind vielleicht nicht so glorreich oder manche sind etwas dunkler, weil wir Erfahrungen machen möchten. Aber dennoch bleibt die Seele immer so, leuchtend. Immer. Der Seele passiert nichts. Auch wenn wir hier böse Parts übernehmen, wenn wir Rollen übernehmen, die nicht so schön sind, weil jemand anderes, also eine andere Seele, das braucht, um ihre Erfahrung zu machen, weil wir unser Licht verdunkeln müssen, so ein Stück weit, um diese Schwingungen, diese niedrigen Schwingungen zu erreichen. Dennoch bleibt die Seele unbeschadet und geht auch so wieder ins geistige Reich zurück. Drückt euch aus, drückt eure Seele aus, drückt eure bunten Farben aus, eure Liebe aus. Damit lasst ihr euer Seelenlicht erstrahlen. Und schafft euch eine schöne Version vom geistigen Reich. Denn die wird es letztendlich sein, die ihr sehen wird und dann sehen werdet. Und dann werdet ihr irgendwann merken, alles verschwimmt, alles ist Energie, aber dennoch ist alles in dieser Energie möglich. Alles, was ihr erschaffen wollt, ist in dieser Energie möglich. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich freue mich über einen Kommentar. Lasst mir ein Like da. Und ja, abonniert die Glocke, dann verpasst ihr kein spannendes Themenvideo mehr von mir. Und denkt immer daran, es ist kein Abschied für immer, sondern nur auf Zeit. Eines Tages sehen wir uns wieder. Ich danke euch. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.